Da! Da! Nein! Da! 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 Och Mann, ist aber auch... Da! Also mit dem Schild, das ist echt furchtbar. Ich sage, das war früher eben nicht so. Ohne die ganzen Community-Patch-Versionen war es nicht möglich, das Schild so oben zu halten. Ich sag mal, wir können jetzt so machen, so. Seht ihr das? Und jeden Schlag abwehren. Und früher ging das nicht. Da konnte man Deckungen auch durchbrechen. Ah! Snorre! Ich komme in Frieden! Autsch. So, ich glaube, bis auf die paar Skelette, da war's das, oder? Speichern. Meine Güte, das war alles nicht geplant. Was wollt ihr denn? Das darf doch nicht wahr sein. Erstes Orklager. Jetzt das hier. Da. Da. Oh, genau falsch. Ach, Mann. Runensockel. Das darf ja nicht wahr sein. Ein Sockel. Dort kann man was reinstecken. Ja, den Ahnstein. Der Ahnstein passt genau hinein. Rufe nur bei plus 5 und so weiter und so fort. Das darf ja nicht wahr sein. Jetzt ist die Kamera wieder so komisch. Ja, ich habe keine Ahnung, Leute. Also das war jetzt wirklich wieder... Ich hatte vorhin... Wir sind ja... Überlegt mal, wir sind ja runtergelaufen. Da gab es ja links den Weg und rechts den Weg. Und ich habe echt überlegt, links, rechts. Mob. Rechts ist ja der Hammerclan, gehst du erstmal links lang. Ich hätte doch niemals gedacht, dass wir da allen Ernstes mal eben wieder ein Ahnengrab finden. Das ist echt der Wahnsinn. Wenn es so weitergeht, haben wir alle Ahnengräber gefunden, bevor wir beim Feuerclan waren. Ich sagte ja bereits, der Feuerclan ist eher etwas... Ja, glaubensorientiert, in Anführungszeichen, von ihm, man sieht das ja auch daran, dass wir Ruf erhalten, würde auch die Aufgabe kommen, finde die Ahnengräber. Dass wir die jetzt alle so fortläufig oder vorläufig finden, bevor wir die Aufgabe auch bekommen, das ist reiner Zufall. Das ist echt der Wahnsinn. Diebesamulett, oh, auch nicht schlecht. Schmuck, Silberpokal, Eiswelle. Gold. Alles klar. Das war das Ahnengrab von Snorre. An sich ist natürlich sehr, sehr einfach, weil wir eben diese zwei Fraktionen hatten, die miteinander gekämpft haben. Wir mussten uns nicht alleine den Skeletten stellen. Wir konnten das hier ganz taktisch ein bisschen aushebeln. Leute mit Geduld können natürlich auch sagen, boah, ich warte komplett, bis sich die Sache erledigt hat. Aber ich denke mal, das wäre ein bisschen zu zäh, oder? Ich glaube, das wurde aber auch mal reingepatcht. Ich meine, früher hätte der Schamane den Ahnstein gehabt, oder? War das nicht so? Da gab es ein paar Spielfehler. Dass der irgendwie ein paar Mal den Stein nicht dabei hatte, habe ich jetzt so in Erinnerung. Und deshalb wurde das dann so gepatcht, dass er, dass der Ahnstein hier mal liegt.
Ich bin mir nicht sicher, aber sowas habe ich in Erinnerung. Tja, nächster Angrab. Geklärt. Darf ja nicht wahr sein. Das war jetzt echt nicht geplant. Wirklich nicht. Dementsprechend bin ich jetzt auch sehr, sehr verwirrt, wo wir... Schattenläufer, wo wir hier sind. Wir müssen ein bisschen aufpassen mit dem Höhenunterschied, so. Also der Richtigkeitshalber müssten wir hier lang. Entschuldigung. Wir müssen uns gleich links orientieren. Irgendwie so. Stufaufstiegsmäßig? Ja, geht, ne? Dauert das halt alles ein bisschen länger. Goblins. Oder Gobbos. Wie sie ja, ne? Schon hier genannt wurden. In Gothic 3. So, wir müssen jetzt nur versuchen, irgendwie, Schamane, Schamane. Da! 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 Oh. Da! Also langsam lohnt sich der schwere Angriff bei Goblins gar nicht mehr. Also, dann lieber einfach durchhacken, wisst ihr das? Gut, wir braten noch ein bisschen Fleisch. Haben zwar insgesamt ordentlich Minus gemacht, von 120 knapp auf 67 runter. Ich sage, es wird Zeit, dass wir die nächste Stadt erreichen. Und dann da erstmal ein bisschen... Nebenzeugs erledigen. Jetzt sind wir gerade beim Hammerclan, da geht's da lang. Ja, jetzt könnten wir noch was machen, noch einen Umweg gehen. Also hier geht's zum Hammerclan, da oben liegt er auch. Da oben sieht er den Wachturm vom Hammerclan. Ihr könnt jetzt einfach hier den Weg zurücklaufen. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt vertue. Hier haben wir Rona. Warum wächst du mich? Lange ist her, Orkreißer. Warum wächst du mich? Also richtig schlecht. Nee, dann stimmt's doch nicht. Dann habe ich mich gerade vertan. War es dann vor dem Feuerclan? Ja, natürlich. Ja, ich habe gerade Feuerclan und Hammerclan vertauscht. Müsst ihr nicht verstehen, was ich gerade im Kopf hatte. Wolfsclan, Hammerclan. Na gut, dann gehen wir zum Hammerclan, oder? Da oben liegt da der erste Wachturm davon, den wir sehen können. Hier haben wir noch einen süßen Säbelzahntiger. So. Okidoki, also das war jetzt mal eine sehr, sehr lange Wanderung, oder? Wir waren jetzt noch nicht beim großen Turm, aber davor werde ich mich informieren, wo der gute Nordmar-Soldat ist, sodass wir erst zu dem gehen. So, und wir erreichen den Hammerclan. Rowold. Hallo. Hi. Ich hoffe, du hast keine Orks im Schlepptau. Wir haben schon genug Ärger. Noch mehr Orks können wir wirklich nicht gebrauchen. Nee, nee, keine Sorge. Aber ihr habt Ärger mit Orks hier im Clan? Ihr habt Ärger mit den Orks? Ja, sie haben unsere Mine besetzt. Und unseren Schmelzofen. Wir haben viele Männer verloren. Beinahe hätte es sogar Ingvar erwischt. Scheiß Orks. Ja. Wer ist denn überhaupt Ingvar?
Wer ist Ingvar? Du verarschst mich. Ingvar ist der beste Schmied der Welt. Wenn jemand hier vorbeikommt, will er entweder Erz kaufen oder er will zu Ingvar. Und glaub mir, die meisten wollen zu Ingvar. Er ist oben im Dorf. Okay. Und von welcher Mine hast du gesprochen? Ich meine, die Orks haben doch wohl kaum eure ganze Mine einfach so besetzt, oder? Welche Mine? Unsere Mine. Wir sind der Hammer-Clan. Seit Generationen bauen wir hier Erz ab und schmelzen es im großen Erzofen zu Erzrohlingen. Echten Erzrohlingen. Aber jetzt haben die Orks die Mine und den Ofen. Okay. Und neben der Mine, was ist das denn für ein Ofen? Was ist das für ein Ofen? Der Ofen ist so alt wie die Welt. Niemand weiß, wer ihn gebaut hat. Er war schon hier, bevor es die Clans gab. Er besteht aus reinem Erz und wurde in den Berg hineingebaut. Glühende Lava fließt durch ihn hindurch. Nur dort kann man reine Erzrohlinge herstellen. Wenn wir ihn nicht bald wiederbekommen, werden wir keine Erzwaffen mehr schmieden können. Ja, denn reine Erzrohlinge, die haben wir noch nie gesehen. Denn die, die wir haben, sind nicht rein. Reine Erzrohlinge. Sind andere Erzrohlinge nicht rein? Normale Erzrohlinge sind immer noch durchsetzt mit Eisen und anderen Substanzen. Bei reinem Erz sind diese Sachen alle verdampft. Waffen aus reinem Erz sind selten und kostbar. Selbst wir vom Hammer-Clan haben sehr wenige von ihnen. Nur die größten Krieger führen so eine Waffe. Ja, denn auch wir haben mit unseren Meisterschwertern ja nur, ja, unreine Waffen, wenn man so möchte. Was unternehmt ihr gegen die Orks? Reto kümmert sich darum. Er ist unser bester Kämpfer. Was genau er plant, weiß ich nicht. Vielleicht braucht er noch Hilfe. Gut, reden wir mit dem. Mach hier keinen Ärger, klar? Ah ja, erstmal schön aus dem Kelch trinken. Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Gleiche Stimme. Ja. Der Hammer-Clan. Der Clan von Ingvar, dem besten Schmied, also nicht von Ingvar, aber der Clan rund um Ingvar, dem besten Schmied von Nordmar. Und ich denke mal, wir dürfen durchaus behaupten, vom besten Schmied von ganz Myrtana. Und hier habt ihr bereits den Eingang zur Mine. Ihr seht, ja, sie haben hier eine kleine Stellung aufgebaut, um die Orks eben in der Mine zu halten. Ihr seht auch hier, wie an der Wand wirklich das Erz pulsiert. Magisches Erz. Auch der Schmelzofen ist ein wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckender Ort, den wir natürlich von Orks befreien werden, früher oder später. Hey du, was schleichst du hier rum? Entschuldigung. Reto. Die Mine ist dicht. Wenn du zu den Schmelzern willst, musst du ins Dorf. Ingvar ist oben an der Schmiede. Okay. Ja, klar das. Und seht mal hier, wie das Erz fließt. Ich suche Xardas. Xardas? Nie gehört. Frag beim Wolf-Clan. Sie kommen im ganzen Land herum. Da haben wir. Ja, die Mine. Was ist los? Wir haben ein Problem mit Orks. Darauf wäre ich nie gekommen. Hey, nicht frech werden. Die Schweine haben unsere Mine besetzt. Und ich muss sehen, wie ich sie daraus bekomme. Ja, ich denke mal, wir können helfen. Du brauchst Hilfe. Gut, dass du dich freiwillig meldest. Wie wär's, wenn du dir ein paar Leute schnappst und die Mine freimachst? Ja, ja, klar, warum nicht? Warum sollte ich dir helfen? Weil du eines unserer Schwerter haben möchtest. Die Orks haben den Ofen. Ohne Ofen keine Schwerter. So sieht's aus. Mhm. Ja, und was könnte ich tun? Was soll ich tun? Du und deine Männer stürmen das untere Tal. Dort ist der andere Zugang zu ihnen. Ich und meine Männer? Ja, wenn es so einfach wäre, könnte ich es auch selbst machen. Du solltest dir ein paar Männer suchen, die dir helfen. Alleine hast du keine Chance. Wo kriege ich die Leute her? Ich habe niemanden über, sonst hätten wir es schon gemacht. Vielleicht helfen die anderen Clans. Frag dort nach. Ja, denn tatsächlich stellt die Rückeroberung der Mine, finde ich zumindest, das zentrale Ereignis hier in Nordmar dar. Wir haben die Aufgabe, von allen Clans Hilfe zu holen, um dann vom Untereingang, den haben wir schon gesehen, das war der Eingang unten, wisst ihr noch, in der Spalte mit den zwei Orks davor. Oder mit dem Orkkrieger, wo ich meinte, da dürfen wir noch nicht reingehen.
Das ist der Untereingang zur Mine. Und die Mine von dort aus zurückzuerobern, ist, finde ich, das zentrale Ereignis hier in Nordmar. Den Ofen, den die Orks kontrollieren, das Herz Nordmars, die Macht des Hammerclans, die Macht des Schmiedens, zurückzuerobern. Ich werde dir helfen. Gut. Du und deine Männer werden den Laden von unten hochnehmen. Was ist mit euch? Wir werden warten, bis ihr soweit seid. Dann nehmen wir sie in die Zange. Ihr von unten, wir von oben. Ich gebe dir Mord mit. Er zeigt dir den unteren Eingang. Du kannst dich auf ihn verlassen. Danke, Reto. Sehr nett von dir. Der hier hat eine ganz schicke Frisur. Guck mal. Nichts gegen die Frisur, aber mit dem Bart gepaart sieht sehr, sehr merkwürdig aus. Na gut, wir werden da jetzt noch nicht großartig reinlaufen, denn wenn wir die Orks dann hier vorne locken, dann bricht ein großer Kampf los, den nicht viele der Soldaten hier überleben werden. Mord würde uns also jetzt den Eingang zeigen. Da ist er. Was willst du? Ja, das machen wir aber jetzt nicht. Das machen wir dann gegebenenfalls später. Wir gehen erstmal hoch ins Dorf. Orktöter, Jäger, Reto und so weiter. Okay. Ihr seht schon, der Hammerclan ist ein bisschen größer, erstreckt. Hier geht es dann, wie gesagt, in die Mine rein. Alles recht unbefestigt eigentlich. Denn hier erstmal eine riesige Strecke lang nach oben. Und da oben fangen erst die ersten Hütten an. Also es ist nicht so kompakt wie der Wolfsclan. Mir persönlich gefällt der Wolfsclan auch besser. Kompakt, sicher, mit der Brücke davor. Hier ist alles so ein bisschen... Hier so unsicher, so langgezogen. Komisch. Na gut. Wen haben wir hier? Ein Kämpfer. Wenn wir hier hochgehen. Der Feuerclan müsste dann theoretisch auch in der Nähe sein. Aber den sehen wir, glaube ich, jetzt gar nicht. Da ist nochmal der Turm. Der Feuerclan ist da irgendwo. Da hinten. Im Gebirge. Ist aber, glaube ich, auch gerade nachts, oder? Es sieht so düster aus. Ja, 4.40 Uhr nachts, oh Gott. Okay. Wen haben wir hier? Verdammt. Hauke. Was ist los? Hey, du! Du kommst doch von draußen. Was willst du? Hast du Nachricht von den Schürfern? Sie sind überfällig. Nein. Verdammt. Ich hoffe, sie haben keine Probleme mit den Orks. Ich hätte sie begleiten sollen. Ich habe Erfahrung mit so etwas. Okay. Was für Schürfer? Volker und seine Männer. Sie sind außerhalb des Dorfes und suchen nach Erz. Solange die Orks in unserer Mine sitzen, ist es die einzige Chance für den Clan, an Erz zu kommen. Okay, klingt, als könnten wir helfen. Du bist Schürfer? Ja, einer der Besten. Wenn ich kein Erz finde, gibt's auch keins. Das ist meine Aussage. Kannst du mir zeigen, wie man schürft? Kannst du mir mal 10 Erzbrocken geben? Verstehe. 10 Erzbrocken also. Ja, aber ich mache aus dir auch einen richtigen Schürfer. Versprochen. Hier ist dein Erz. Ich halte mich an die Abmachung. Wenn du willst, mache ich aus dir einen echten Schürfer. Sind wir ja eigentlich schon, wollte ich gerade sagen. Brauchst du Hilfe? Vielleicht ist es gar nicht schlecht, wenn wir zu zweit losgehen. Hol deinen Krempel. Ich weiß, wo wir hin müssen. Ich warte hier auf dich. Okay, ja, das machen wir aber auch alles erst später, ne? Wie gesagt, erst die Aufgaben oder erst das Dorf erkunden. Wir müssen auch die Augen offen halten wie in dem Teleportstein. Hauke, ich komme auf dich zurück. Große Häuser hier. Na gut, guck mich nicht so an, ich mach gar nichts. Ich bin nur hier, um euch zu helfen. La, 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 la. Also mir gefällt der Wolfsclan besser von den Gebäuden her. So, dann haben wir hier rechts eine Art Marktplatz. Ihr seht schon, es ist wirklich riesig hier. Das ist der große Unterschied. Es ist riesig. La, 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 la. Auf jeden Fall größer als der Wolfsclan. Mit dem eigenen Marktplatz hier. Seht es euch an. Also ist schon nicht schlecht, aber ich finde den Wolfsclan einfach gemütlicher. Alles Kämpfer hier. Oh Gott, hier haben wir eine kleine Schmiede. Nein, das ist nicht Ingvar. Lass mich in Ruhe. Steina. Was du suchst, bestimmt Ingvar. Er hat seine Schmiede weiter oben. Was ist mit dir? Bist du kein Schmied? Klar, aber ich gehöre nicht zu den Schmelzern. Brauchst du was? Ja, eine Waffe? Ich will eine Waffe. Ich hab nur Standardware.
Gute Waffen gibt's bei Ingvar oder den anderen Schmelzern. Aber wenn du Erz hast, kann ich dir eine Rüstung verkaufen. Ah, das klingt gut. Ich will eine Rüstung für mich. Gut. Das kostet dich 100 Erzbrocken. Gute Ware hat ihren Preis. Was? Was ist ein Schmelzer? Erzschmelzer. Gute Schmiede gibt es in Nordmar mehr als genug. Was die Waffen aus Nordmar wirklich besonders macht, ist das Erz. Die Erzschmelzer sind die einzigen, die wissen, wie man das Erz für den Schmied vorbereitet. Sie machen die Rohlinge. Genau. Nur die Schmelzer können echte Erzrohlinge herstellen. Okay. Ich will Erzschmelzer werden. Dann musst du mit Ingvar reden. Er entscheidet. Aber nimmt nicht jeden. Du musst gut sein. Sehr gut. Ja, ja. Ja, die grundlegenden Fähigkeiten können wir. Zeig mir deine Ware. Ich frage mich, was für eine Rüstung der uns für 100 Erz verkaufen will. Wie viel haben wir denn? 52. Oh Gott. Breitschwert. Vergiss es. Das Ding, vergiss es. Das Ding kriegst du erst, wenn du es dir verdient hast. Gut, also die leichte Nordbarüstung könnten wir uns holen. Wird vor allem von Jägern getragen und hält den Träger auch tagelang warm. Die Kriegerrüstung ist erstaunlich dick gepanzert und wehrten nicht nur Kälte, sondern auch Angriffe ab. Und dann... Das jahrhundertalte Design dieser Rüstung ist zeitlos. Einfach klassisch. Na gut. Und hier noch ein Hörnerhelm, aber nee, danke. Gut, danke, Stainer. Schmieden lernen wollen wir nicht. Danke, danke. War hier nicht der Teleportstein? Mann, was willst du? Gar nichts. Ein Teleportstein, aber... Den hast du ja nicht mal. Also ich weiß echt nicht mehr genau, wo der war. Deshalb wird es ein bisschen knifflig, den zu finden. Hier ist auch noch... Ra. 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 Hilfe. So, wen haben wir denn hier? Mann, Jäger. Was willst du? Ketil. Willst du was kaufen? Kommt drauf an. Irgendwelche Probleme? Kann man wohl sagen. Die Orks bringen alles durcheinander. Ich habe beim Wolfsclan eine Ladung Felle bestellt. Wofür? Stainer braucht Rohstoffe für eine neue Rüstung. Was für Felle? Bisonfelle, schweres Leder, verstehst du? Er braucht ein Dutzend von den Dingern. Wenn du sie mir bringst, beteilige ich dich am Gewinn. Sagen wir, 12 Brocken Erz. Einen für jedes Fell. Na gut, warum nicht? Bei wem bekomme ich die Felle? Also, es ist mir egal, woher ich die Felle bekomme. Vom Wolfsclan oder von dir. Fell ist Fell. Aber wenn du nicht selbst jagen willst, sprich mit Rune. Er ist der Lagermeister des Wolfsclans. Ja, ich will Bisons eigentlich nicht jagen. Zeig mir deine Ware. Alles Aufgaben, die uns aus dem Dorf rausziehen. Wasser nehmen wir mit und die Triche. Danke, Ketil. Komische Leute überall. Na gut, ich denke mal, wir könnten sogar noch schnell mit Ingvar reden. Also ihr seht schon, das ist echt riesig hier, aber es gibt auch sehr, sehr viele... Es gibt sehr, sehr, sehr viele, Leute, die eigentlich nicht großartig mit uns reden wollen. Ein weiterer Ork-Töter. Aber kein Teleportstein. Mann! So, und dann haben wir hier... diese Hütte erreicht. Da ist der Teleportstein. Und hier haben wir Ingvar. Wir warten, bis er sich wieder hingelegt hat. Denn das ist eine Waffentruhe hier. Die schwere Truhe. Die will ich haben. Macht der Ahnen. Bauplan für Macht der Ahnen. Ihr lauft mal ganz kurz an Ingvar vorbei. Ignoriert mal alles, was ihr seht. Ignoriert einfach alles, okay? Wir laufen mal ganz kurz hier hoch, denn hier drin soll angeblich auch irgendwo. Oho, Besuch. Komm her, lass dich anschauen. Du siehst kräftig aus, so wie es sich für einen Mann in Nordmar gehört. Kannst du es mit einem Ork aufnehmen? Natürlich kannst du das, sonst wärst du nicht bis hierher gekommen. Männer wie dich können wir hier brauchen. Hallo Tjalf, ja. Ihr wisst, was wir machen wollen, oder? Tjalfs Truhe ist, glaube ich, eine Waffentruhe. Okay.
Ich glaube nicht, dass wir die jetzt einfach so aufmachen dürfen. Wir werden uns das ja alles später mal genau ansehen. Abgebrochen. Abgebrochen. Der Dämonenbogen! Tja, ist Ruhe. Ich durfte sie aufmachen. Okay, 290 geht. Das soll ein Scherz sein, oder? 290 Jagdgeschick. Ja, der Dämonenbogen. Es ist, glaube ich, der beste Bogen im Spiel. Man sagt, die Seelen seiner Opfer tragen die Pfeile ins Ziel. Es fehlen 14 Jagdgeschickpunkte. 14. Darf er nicht wahr sein. Ja, ist jetzt egal. Wir laufen mal zurück. Wie gesagt, ich wollte nur den Dämonenbogen holen. Also, wir haben den Dämonenbogen gefunden. Wir haben fast alle Waffentruhen gefunden. Das kann ich auch nochmal betonen. Aber gut, ich würde sagen, Leute, beim nächsten Mal reden wir mit Ingvar. Dem größten Schmied des Hammerclans. Und dann gucken wir uns hier nochmal diese obere Ecke genauer an. Und da ist übrigens der Turm da hinten. Gut, und wie es dann weitergeht, ihr habt ja schon gehört, wir müssen noch zur Schürfstelle, wir müssen noch Bisonfelle besorgen und so weiter und so fort. Es gibt mehr als genug zu tun. Ach Mann, oh Mann. Das ist schon beeindruckend, oder? Ich liebe ja die Architektur hier von den Clans in Nordmar. Ich würde aber gerne noch mit Ingvar reden, das machen wir noch schnell, oder? Noch einfach schnell mit Ingvar. Oh, hier ist gar nicht Ingvar. Ingvar! Ingvar! Ich bin Ingvar, Schmied und Erzschmelzer. Was willst du? Ja, Xada, Erzschmelzer. Ich will Erzschmelzer werden. Du? Du hast nicht die Zeit und nicht genug Ausdauer, um ein Schmelzer zu werden. Ich kenne Typen wie dich. Abwarten. Die Ausbildung dauert mindestens 12 Jahre. Meistens sogar länger. Hast du so viel Zeit? Nicht wirklich. Also schlag dir das aus dem Kopf! Was muss ich tun, um Erzwaffen zu schmieden? Ich nehme an, du meinst Waffen aus reinem Erz. Waffen für Helden. Klar, was sonst? Du brauchst vor allem Erfahrung. Erfahrung und einen guten Lehrer. Es gibt nur noch wenige, die diese Kunst beherrschen. Sie haben alle bei mir gelernt. Also, was muss ich tun? Als allererstes brauchen wir die Mine zurück. Dann sprechen wir uns wieder. Am besten hilfst du bei der Mine. Ach so, war ja klar. Ich bin auf der Suche nach Xardas. Kommt ihr aus Nordmar? Ich habe noch nie von ihm gehört. Wer soll das sein? Xardas ist Magier. Frag mal beim Wolfsclan. Die kennen sich hier am besten aus. Ihre Jäger durchstreifen das ganze Land und bekommen eine Menge mit. Das stimmt. Ich will handeln. Ich musste meine Waren in der Mine zurücklassen, als die Orks kamen. Die paar Reste, die ich noch habe, verkaufe ich dir gern. Da zeig mal her. Zeig mir deine Ware. Ja, ihr merkt schon, Ingvar ist auch sehr, sehr davon abhängig. Erzzweihänder, oh. Ist auch sehr, sehr abhängig davon, ja, dass wir die Mine zurückerobern. So kann er für uns auch nicht viel tun. Na gut, danke Ingvar. Danke trotzdem. Der beste Schmied, den es gibt. Also, die Mine zurückzuerobern ist das wichtigste Ziel, wie ihr sehen könnt. Eine Bürste? Warum liegt da eine Bürste? Na gut, ich liebe es, wie die gestaltet sind, die Räume. Seht euch an, die Schmiede haben wir, das Schild dort, der brennende Ofen. Hier natürlich auch richtig authentisch, dann da hoch, da, ne, der Schornstein. Man muss sich wirklich Zeit nehmen und sich mal die ganzen Städte richtig ansehen und nicht so durchlaufen. Das ist viel zu schade. Dafür, steckt viel zu viel Liebe im Detail. Und die Rüstung ist schon schick, oder? Was passieren? Also die will ich auf jeden Fall noch haben. So. Gut, es gibt aber noch weitere Leute hier, bis auf Thjalf, mit denen wir reden wollen. Eben bedeutende Leute hier. Beim Hammerclan. Und eine der Personen sitzt hier in diesem Häuschen. Glaube ich. Oder? Er liegt im Bett. Ugolf. Genau, der gute Ugolf. Ja, Ugolf. Mit dem reden wir aber erst beim nächsten Mal. Ich würde sagen, Thjalf und Ugolf beim nächsten Mal und dann gibt es eine Menge Aufgaben hier, die wir für den Hammerclan erledigen müssen. Bis dahin erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's mit Gothic 3 und ich kann es kaum abwarten, weiterzumachen. Ihr merkt hoffentlich schon, wie unglaublich viel Potenzial
in Nordmar steckt und auch genutzt wurde. Ich finde, Nordmar ist echt super. Wir haben hier zwar keine Arenen, es ist alles ein bisschen anders als in Myrtana und Varant, aber es ist einfach permanent gefährlich. Es sind extrem viele Gegner hier. Es ist, die Orks-Präsenz ist viel höher. Es ist wie die Spitze von Gothic 3. Wisst ihr, was ich meine? Es ist alles ein bisschen schwieriger gehalten. Wir werden auch auf jeden Fall noch das Jagdgeschick auf 290 erhöhen. Inwiefern wir... haben wir noch Goblinbären? Ich weiß das gar nicht. Goblinbären? Da haben wir ein mächtiges Problem. Drachenwurzel. Weiß ich gar nicht. Und es kommt noch schlimmer. Sieht nicht so aus. Ne. Ja, wir müssen mal gucken, wie wir das machen. Wir brauchen nämlich auch noch richtig viel Stärke. Ach genau, ganz kurz, was brauchen wir für die Schwerter, die wir gefunden haben? Macht der Ahnen und... hier. Macht der Ahnen, große Waffen 3. Schaden 155. Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Reiner Erzrohling, oh ja. Oder Schwert der Ahnen. Trotzdem gefällt mir das Ganze gar nicht. Wir können auch beide machen, brauchen wir nur zwei reine Erzrohlinge. Rubinklinge haben wir einmal und wir haben auch den Erzweine einmal. Nur da brauchen wir auch noch die Fähigkeit für. Stärke 270, Stärke 240. 270 Stärke, guck mal, da fehlt doch so viel. Wir kommen jetzt gerade mal auf 60, 260, wenn wir alles reinhauen. Und Kronstöckel haben wir... Was kann denn schon los was? Eins, oh Gott. Na gut, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier beim Hammerclan.